Und ein herzliches Willkommen zurück zum nächsten Kampf, nämlich den 114. bei Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch. Ich bin Fanny, Gameplays als Hobby und ja, ich habe euch halt schon willkommen geheißen, keine Ahnung. Und ja, wir suchen jetzt den nächsten Kämpfer, die nächste Herausforderung und hoffen, dass wir einen Sieg reinholen. Man kann ja nicht immer nur verlieren. So, wen haben wir denn da? Pinky aus Frankreich mit 102 Siegen und Durengard. Ja gut, okay, versuchen wir es mal. Hallo Pinky. Gruppe D2, also genauso hoch wie ich. Oder genauso niedrig, wie man es nehmen mag. Irgendwie klappt das nicht immer, was man da fordert. So, mach mal langsam, Pinky. Okay. Ist das noch normal? Na, immerhin, der Limitschlag hat getroffen. Mal gucken, ob es reicht, um die Runde für mich zu entscheiden. Ja! knapp. Aber gewonnen. 1-0. Aber sie kann mit Durengard wohl auch gut umgehen. Los, Westler Pikachu, zeig's ihm. Nein! Mist. Voll noch drin gewesen. Na, ja, überleben tue ich das, aber... Oh, zieht aber nicht viel ab. Jetzt bin ich wieder dran. Oder auch nicht. Scheiße. 1-1. Na gut, okay. Die Chancen stehen auch offen. Hoffen wir, dass wir es schaffen. Ich brauche Siege. Was macht ihr da eigentlich für Kombos? Geht doch, geht doch! Jawoll! Ha! Donner geschafft! Endlich! Schwester Pikachu hat einen Sieg errungen! Beziehungsweise ich habe ihn ja gelenkt. Sehr schön! Wunderbar! Plus 100 Punkte! Wir kriegen wieder ein paar Pünktchen rein. Das finde ich schön. Wunderbar! Ich hoffe, euch hat der Kampf auch gefallen. Also für mich war es logischerweise spannend, weil ich spiele ja auch. Ich hoffe aber für euch trotzdem auch. Ach, wenn ihr nur so gesehen die Zuschauer seid, aber wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Beziehungsweise ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, damit ihr auch keinen Kampf verpassen würdet. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Kampf wieder, wenn es wieder heißt Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch mit von Löa Gameplays als Hobby mit Rangmatch. Okay, das war's. Auf Wiedersehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.